Was ist hier los? Wir sind am Verlieren. Wenn wir unsere Währung verlieren, dann ist das so, als würden wir einen Weltkrieg verlieren. Unsere Währung ist das, was uns mächtig und stark macht. Diese Aussage traf erst vor einigen Wochen der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Er meint damit die Tatsache, dass die BRICS-Staaten unter Führung Chinas zunehmend Erfolg dabei haben, den Dollarstandard zumindest in Teilbereichen auszuhebeln. Auch über die möglichen Folgen einer De-Dollarisierung der Weltwirtschaft für die USA und damit auch für die gesamte westliche Welt hat Trump eine ganz eindeutige Meinung. Ich zitiere auch hier: China will den Standard ändern, den Währungsstandard. Und wenn das passiert, ist das so, als würde man einen Weltkrieg verlieren. Wir werden ein zweitklassiges Land sein. Wenn Trump offen sagt, dass er Angst hat, dass die jetzige Supermacht USA zu einem zweitklassigen Land geradezu abstürzen könnte, dann und dann wirklich, dann muss Feuer unterm Dach sein. Und wenn die USA abstürzen, dann werden sie Europa und somit auch Deutschland mit in den Abgrund reißen. Wenn du hart für dein Geld gearbeitet hast, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann solltest du dir dieses heutige Video unbedingt bis zum Ende ansehen, denn wenn der Dollar unter Druck steht, dann steht auch dein Vermögen auf dem Spiel. Die wichtigen Hintergründe hierzu gibt es in meinem heutigen Video. Außerdem bekommst du von mir eine Strategie an die Hand, welche dein Vermögen in jeglichen Situationen absichert. Und nach einem ganz kurzen Intro geht es wie immer los. Die Analyse des ehemaligen US-Präsidenten Trump bezüglich des Währungskriegs der BRICS-Staaten gegen den US-Dollar hat es wirklich in sich und ist durchaus berechtigt. Trump sprach sogar von der größten Niederlage in der Geschichte unseres Landes, sollte es gelingen, den US-Dollar als Weltleitwährung zu verdrängen. Und in der Tat gerät der US-Dollar gerade jetzt von mehreren Seiten unter Druck. Erstens unternehmen die BRICS-Staaten jetzt wirklich ernsthafte Anstrengungen, große Teile ihrer Ökonomie vom Dollar abzukoppeln. Dies wurde spätestens seit dem Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi bei Wladimir Putin im März offen sichtbar. Denn über eines der brisantesten Ergebnisse dieses Treffens wurde, wie so oft bei heiklen Themen in den westlichen Konzernmedien, kaum berichtet. Wir unterstützen die Verwendung des chinesischen Yuan für den Zahlungsausgleich zwischen Russland und den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, hatte Putin erklärt. Für einen Kolumnist der Washington Post bedeutet dies, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und der größte Energieexporteur aktiv danach streben, die Vorherrschaft des Dollars im internationalen Finanzsystem zu brechen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Land abgelöst wird in Sachen Weltleitwährung. Und das ist keine Zukunftsmusik, sondern dieser Prozess ist bereits im Gange. China und Russland rechnen inzwischen 2/3 ihres Außenhandels in eigenen Währungen ab. Für die USA aber noch viel schmerzhafter dürfte aber sein, dass nun auch westliche Konzerne anfangen, größere Rohstoffverträge nicht mehr exklusiv in Dollar abzuschließen. So unterzeichnete der französische Konzern Total Energies kürzlich mit China einen Kaufvertrag über eine Ladung Flüssigerdgas, der in Yuan abgerechnet wird. Auch Brasilien, Lateinamerikas größte Volkswirtschaft, deren bedeutendster Handelspartner China ist, akzeptiert nur noch die Abrechnung in Yuan. All diese Entwicklungen werden die Führungsrolle des Dollars zwar nicht komplett beenden können, allerdings zeigt sich ein deutlicher Trend und das ist entscheidend. Der Anteil des Dollars an den Währungsreserven der Zentralbanken sank von 72% im Jahr 1999 auf heute 59%. Dies sind ganz klare Anzeichen eines sich beschleunigten Langzeitprozesses. Nur auf den Finanzmärkten ist noch, muss ich sagen, die absolute Dollardominanz ungebrochen. Circa 9 von 10 aller Devisentransaktionen und etwa 2/3 der Wertpapieremissionen werden in US-Dollar abgewickelt. Aber genau die momentanen Probleme im Finanzsystem bringen den US-Dollar zusätzlich
in große Schwierigkeiten. Denn die aktuelle Serie von zusammenbrechenden US-Regionalbanken und die unter Beteiligung der amerikanischen Zentralbank erzwungene Übernahme der Credit Suisse durch die UBS in der Schweiz lassen weitere Zweifel an der Stabilität des Dollars aufkommen. Über den katastrophalen Zustand der amerikanischen Regionalbanken und die möglichen Auswirkungen darauf habe ich ja bereits in mehreren Videos die letzten Wochen schon berichtet. Schaut euch einfach nochmal, wenn ihr es noch nicht getan habt, diese wichtigen Videos an. Die Schockwellen können aufgrund der internationalen Verflechtungen der Finanzmärkte auch leicht europäische Großbanken wie zum Beispiel die Deutsche Bank erreichen. Ja, und hierzu kann ich auch nochmal sagen, ich habe mir jüngst einen Kommentar hier auf meinem Kanal durchgelesen, wo jemand dann schreibt, naja, was ist mit der Deutschen Bank passiert nach dem Video, was du rausgebracht hast? No? Ja, Kurse sind hochgegangen. Schau dir einfach mal den Kurs der letzten 5 bzw. 10 Jahre oder 15 Jahre an. Wir blenden den vielleicht auch hier nochmal mit ein. Und ja, wenn sich das Ganze natürlich dann nochmal um 3 oder 4 oder 5% erhöht, aber man muss ja mal langfristig sehen, was man hier bei einem Investment in die Deutsche Bank verloren hat. Übrigens auch hierzu, der US-Ökonom Rubini hält die Bankenkrise für noch längst nicht ausgestanden und glaubt an ein schrittweises Ende der Dollardominanz. Zu den Bestrebungen der BRIC-Staaten, das Dollarprivileg zu beenden und den Problemen im westlichen Bankensystem gesellen sich auch noch die große US-Staatsverschuldung und natürlich das Leistungsbilanzdefizit, welche dem Dollar zusetzen. Und was natürlich noch dazu kommt, es steht wieder mal das Erreichen des US-Schuldenlimits und damit ein möglicher Zahlungsausfall der USA zum 1. Juni im Raum. Die vom US-Parlament auf der Zeit schon auf unglaubliche 31,4 Billionen US-Dollar festgesetzte Schuldenobergrenze wurde dabei schon erreicht. Ja, und das Finanzministerium muss nun die Kapitalreserven wieder mal anzapfen, denn die USA dürfen im Moment keine neuen Schulden mehr aufnehmen, um ihre Rechnungen zu begleichen. Wie gesagt, hatten wir schon, es wurde immer wieder durch neue Schulden gelöst, aber ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird es auch diesmal wieder irgendwo gelöst. Aber die Frage ist halt wirklich, wie lange geht das noch gut? Ja, und wie sehr das Problem unter den Nägeln brennt, erkennt man daran, dass sogar der Internationale Währungsfonds eine rasche Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA anmahnt. Das Wohl der gesamten Weltwirtschaft sei sonst gefährdet, völlig klar. Was natürlich klar ist, ein offizieller Bankrott der USA würde höchstwahrscheinlich dazu führen, dass der US-Dollar ins Bodenlose fällt und eine weltweite Hyperinflation auslöst. Die daraus resultierende Finanz- und Wirtschaftskrise hätte langanhaltende Folgen in einem noch ungeahnten Ausmaß, auch bei uns in Europa und natürlich auch in Deutschland. Und für das Imperium USA scheint nun eine Grenze erreicht zu sein, die es in der Vergangenheit nicht gab, als man sich nämlich auf Teufel komm raus auf Kosten anderer Länder verschulden konnte. Mir ist es wichtig, dir aufzuzeigen, gerade hier auf dem Kanal, dass dieses Geldsystem so nicht mehr funktionieren kann. Die Welt ordnet sich gerade neu und es ist vor allen Dingen China, welches die Rolle der USA als ökonomische Weltmacht und damit den US-Dollar nicht länger akzeptiert. Und hinter den Kulissen herrscht Chaos. Und zahlreiche Konflikte dieser Welt werden auf eure Kosten finanziert, solange ihr euer Vermögen in Form von Euros auf Tagesgeld oder Festgeldkonten liegen habt. Langfristig erwartet uns wohl ein multipolares Währungssystem, welches mit neuen digitalen Zahlungstechnologien und Zentralbankwährungen arbeitet. Ich habe nicht den leisesten Zweifel daran, dass die nächsten Jahre von einer tiefgreifenden Neuausrichtung der globalen Finanzarchitektur geprägt sein werden. Eine solide und breit aufgestellte Mischung aus echten Sachwerten verschiedener Anlageklassen gewährleistet während einer solchen Transformation ein Höchstmaß an Sicherheit. Denn wer Sachwerte besitzt, dem kann die Währung völlig egal sein. Ob Euro, Dollar oder Yuan, letztendlich wurscht. Wenn du einen echten Substanzwert, einen echten Sachwert hast. Und ich wende hierfür eine weiterentwickelte, aber bereits lange bewährte Strategie an, mit welcher die Reichen und Superreichen schon seit Jahrhunderten ihr Vermögen absichern und langfristig verspricht diese Strategie sogar deutlichen Vermögenszuwachs. Die Rede ist ganz klar von der Drei-Speichen-Regel Reloaded und diese Geldregel kann jeder sofort anwenden,
und wird dadurch automatisch zu einem Gewinner der Umverteilung, welche gerade voll auf Touren läuft. Und falls du die 3-Speichen-Regel Reloaded noch nicht kennst, dann wird es höchste Zeit für dich, mein Webinar zu besuchen mit dem Titel Mach es wie die Hochfinanz, den Titel auch hier unterhalb in der Videobeschreibung. Falls du jetzt sagst, im Prinzip weiß ich es, ich beschäftige mich schon länger mit den ganzen Themen und ich muss mein Geld in echte Sachwerte umschichten, aber ich finde einfach keinen Anfang, um ins Handeln zu kommen. Ich habe mich informiert, aber ich suche noch jemanden, der mir irgendwo dabei hilft. Wenn du dein Geld in ein solides Gesamtportfolio aus echten Sachwerten umschichten möchtest und hierbei Unterstützung brauchst, dann fackel jetzt nicht lang und vereinbare einfach ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Auch dieser Link schreibe ich dir unten oder verlinke ich dir unten in die Videobeschreibung. Ja, mein Aufruf, teilt dieses wichtige Video, ganz wichtig, mit deiner Familie, mit Freunden und Bekannten und nutze einfach die sozialen Netzwerke, in denen wir aktiv sind und trete auch, und das ist auch ganz wichtig, meinem Telegram-Kanal bei. Und ich danke dir hier für deine Unterstützung. Gebe auch einen Daumen nach oben für das Video ab, wenn du sagst, okay, das war ein guter Content für mich, das bringt mich weiter. Und wie gesagt, schreib's in die Kommentare, was deine Meinung dazu ist, weil ich lese mir jeden Kommentar durch. Ich wünsche dir alles Gute bei deinen Geldanlagen. Herzliche Grüße hier aus Nordzypern, dein Daniel Sauer. Hallo, glaubst du, das Finanzsystem, wie wir es kennen, geht den Bach runter? Herzlich willkommen im Club. Das ist genau auch meine Meinung. Ich kann dir 2 Gründe nennen, warum das so ist. Der erste Grund ist, wir haben seit Jahren Null- und Negativzinsen. Und somit wird dein Geld immer weniger wert. Der zweite, aber noch wichtigere Grund ist, es wurden Enteignungsparagraphen installiert, die aber leider viele Menschen überhaupt nicht kennen. Und jetzt, ich habe das überprüft, es gibt 2 Gruppen von Menschen in solchen Phasen. Die erste Gruppe, das ist die Masse an Menschen, die verliert Kaufkraft in diesen Momenten. Das heißt, das, was sie sich aufgebaut haben über die Jahre, verfällt. Ja, das heißt, die Kaufkraft schwindet komplett bis hin zur kompletten Vernichtung. Und die zweite Gruppe an Menschen, eine kleine Minderheit, das sind so 4-5%, die haben in diesen Marktphasen, das kann man über Jahrhunderte nachschauen, haben die Vermögen aufgebaut, haben nicht nur das Vermögen gehalten, sondern haben in diesen Phasen auch extrem profitiert. Und die Frage ist doch jetzt, zu welcher Gruppe möchtest du gehören? Zu der Minderheit, ja, die letztendlich Vermögen aufbauen, oder zu der Gruppe von Menschen, die ihr Hab und Gut verlieren? Du hast es in der Hand und mein Tipp, mach es doch einfach wie die Hochfinanz. Und wie die Hochfinanz das Ganze praktiziert, seit Jahrhunderten, das kann ich dir sagen. Hierzu habe ich ein Webinar aufgebaut. Das dauert 30 bis 40 Minuten und in dem Webinar erfährst du exakt die Schritte, die du tun musst, um es genauso nachzumachen. Ich würde mich freuen. Herzliche Grüße hier aus dem schönen Eichenzell. Dein Daniel Sauer.